haben, weil das ist wirklich sehr, sehr schnell, die Bauart. Ich würde einfach mal sagen, die ist vergleichbar von der Geschwindigkeit wie Breezy. Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute stelle ich euch mal meine eigene Bauart vor. Das heißt, eine Bauart, die ich sehr aktiv benutze eigentlich. Und zwar ist das Incline Fast Pitchen. Und ja, Leute, ihr kennt das sicher von anderen Leuten wie Teddynator. Ich blende mal hier was kurz ein. Auf jeden Fall kennt ihr es von ihm. Man baut sich sozusagen so komisch inclined. Aber ich mache es einfach so. Ich mache schräg und baue dann immer zwei gleichzeitig, also fast gleichzeitig. Sodass ich dann eben relativ schnell am Ziel bin. Das ist auch schneller als das Incline Fast Pitchen, was die meisten machen. Also das, was Teddynator in seinen Videos vorstellt. Und ja, Leute, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie scheiße effektiv das ist. Und mich hatten auch ein paar gefragt im Stream. Digga, stell es mal vor. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich euch einfach mal in diesem Video schon mal vorstellen. Und zwar müsst ihr euch einfach schräg hinstellen und dann einfach klicken. Klicken, klicken, klicken. Ihr müsstet, glaube ich, so um die 10 CPS dafür erreichen. Oder 9 und dann reicht das. Und dann macht ihr einfach so an die Ecke und dann einfach jittern und gleichzeitig die Blöcke bauen und viel Spaß haben, weil das ist wirklich sehr, sehr schnell, die Bauart. Ich würde einfach mal sagen, die ist vergleichbar von der Geschwindigkeit wie Breezy, wenn man mal die Blocks per Seconds anmachen würde bei LabyMod, was ich jetzt nicht machen werde, weil LabyMod bei mir momentan buggt, beziehungsweise Minecraft, Leute. Manchmal werden meine Klicks nicht angezeigt, manchmal wird auch einfach mein MC geschlossen, sobald ich einen Texture-Pack ändern will. Also falls ihr da eine Lösung für habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, da glaube ich ein bisschen Range. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist eure Lieblingsbauart, was findet ihr effektiver? Ich finde nämlich Incline Fast Pitchen, so wie ich das mache, sehr, sehr effektiv und es bringt auch sehr, sehr viel. Vor allem ist es auch wirklich sehr, sehr schnell, wenn man einfach mal zum Gegner möchte, da in 8x1 auch viel schräg gebaut wird. Und der hat mich auch letzte Runde schon irgendwie angeschrieben. Nice, auf jeden Fall. Aber wir haben ihn, unser Bett war sogar weg, das war jetzt ziemlich unlucky für ihn. Mit diesem Video möchte ich euch übrigens auch nochmal eine Nachricht mitgeben, und zwar braucht man nicht unbedingt immer die 20, 30 CPS mit Abuse oder Butterfly Double Click oder Triple Klicken, dass man wirklich schnell sich fortbewegen kann, denn ihr seht, ihr hört es wahrscheinlich auch sehr gut, ich jitter einfach und ich setze die relativ schnell, die Blöcke, und habe den Rhythmus sehr, sehr gut drin und kann diese Bauart wirklich sehr, sehr gut schon, und ich habe sie mir angeeignet im Laufe der Zeit, seitdem ich, glaube ich, seit September aktiv wirklich Bed Wars spiele. Und ja, Leute, testet es auch mal selber. Wenn ihr wirklich ein ausführliches Tutorial wollt, wie man jittert, dann könnt ihr mal ein Like da lassen. Ich mache da so eine Art Handcam draus, weil ich glaube, ich könnte das mal organisieren, weil viele auch eine Handcam ab und zu mal wollten die letzte Zeit. Ich aber leider keine Handcam besitze. So, Leute, dann bauen wir uns mal rüber. Wir spielen übrigens gerade mit dem Set Hype 5K Pack. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. In der Videobeschreibung ist es sowieso verlinkt. Wie immer, ihr kennt das Prinzip. Und irgendwie habe ich gerade Glück, weil sonst bin ich mal auf UFO der erste tot. Aber diesmal nicht. Oh, und jetzt sind wir tot, aber noch. So, Leute, dann laufen wir mal rüber. Und ich möchte auch mal was starten. Und zwar könnt ihr mal mit Hashtag Fragstein einfach mal in die Kommentare eine Frage oder ein paar Fragen stellen. Denn ich möchte mal ein FAQ rausbringen. Und das würde mich echt sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und einfach mal ein paar Fragen stellt, um auch mehr über mich zu wissen oder einfach mehr zu verstehen, wie so mein Leben abläuft. Keine Ahnung, einfach mal ein paar Fragen stellen, die ihr euch schon immer gefragt habt. So, ja, was ist denn da und wie machst du das, Feuerstein? Schreibt es einfach mal rein, Hashtag Fragstein. Und sonst, Leute, macht mal die 500 Likes auf dem Video voll. Eigentlich frage ich nicht nach Likes, ne? Aber ich möchte mal gucken, ob wir 500 Likes schaffen. Denn es ist eigentlich so eine Zahl, okay, die ist sehr, sehr viel. Also 500 Likes, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist sehr, sehr viel. Vor allem bei einem 10K-YouTuber wie mir. Und mich würde es einfach mal freuen, wenn wir diese Zahl erreichen würden. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, Leute. Es ist aber nur eine Bitte, beziehungsweise mal ein Ziel. Und ja, nach Likes oder Abo-Fragen ist sowieso nicht verboten. Ich finde es immer dumm, wenn Leute sagen, man fragt doch nicht nach Likes, sondern nach Abos. Leute, würdet ihr für Videos, bei denen ihr euch Mühe gebt und für euren Kanal generell, würdet ihr keine Reichweite erreichen wollen? Ich denke mal, jeder möchte Abos oder Aufrufe haben, sogar auch Geld. Also ich denke mal, Geld spielt auch eine riesige Rolle in unserem Leben. Aber das ist auch eine andere Materie, die ich jetzt nicht angehen möchte. Wie gesagt, Leute, wenn ihr irgendwas von mir angesprochen haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, Hashtag Fragstein, dass ihr mal ein paar Fragen mir stellt. So, Leute, ich entnicke mich jetzt, weil diesen Pepito 3D, den kenne ich tatsächlich. Der kennt mich locker auch. Jetzt schreibt er OMG. Und Leute, wenn ihr bis hierhin das Video geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Besoffener in die Kommis. Würde mich freuen. Fände ich cool. Fände ich lustig. Oh, lol. Ich bin solo, ne? Ich bin solo. Oh mein Gott. Ja, geil. Geilo. Was? Der Typ hat's ja sowas von drauf, Junge.
Gut, Leute, wir bauen uns jetzt hoch und machen MLG. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, wir müssen ihn ein bisschen hier outplayen. So, Leute, da haben wir ihn im Spawn-Trap. Und jetzt nochmal schauen, dass wir das Bett auf jeden Fall bekommen. So, Leute, wir haben das Bett und Grüße gehen raus an den lieben Pepito 3D. Sorry für den Spawn-Trap. Ich würde einfach sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Die Dab-Mod ist leider jetzt von Labymod gestrichen. Sonst würde ich einfach sagen, haut rein, habt einen schönen Tag. Hashtag Fragstein mit Fragen und ciao.